Akwaba und herzlich willkommen bei Amama Sankofa TV. Ja, wer Reis mag, wird diese Reistopf mögen. Ja, wie ich sie gemacht habe, zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß mit dem Video. Ja, das sind die Zutaten und wie immer werde ich euch das Rezept in der Infobox hinterlassen. So, ich werde zuerst das Fleisch mit dem Gewürz scharf anbraten. Chili und Zwiebel zugeben und weiter kochen lassen. Ja, jetzt das Gemüse auch zugeben. Und für 10 Minuten kochen. Ja, sieht doch schon wunderbar aus. Ja, ja, nach Geschmack salzen. Und dann kommt schon der gewaschene Reis hinzu. Ja, alles gut vermengen. Ja, genau. Der gewaschene Reis. Jetzt auch hinzugeben. Etwas Wasser. Zugeben, am besten am Anfang nicht zu viel Wasser verwenden. Wasser kann man immer zugeben. Ja? Man will ja kein matschiges Reistopf haben. Ja? Genau, dann mit Backpapier abdecken. Das hilft, dass der Reis schneller gar wird, aber die Wärme im Topf bleibt. Genau, jetzt einmal gut umrühren, ja, und je nach Reissorte kocht der Reis zwischen 15 bis 20 Minuten, ja. Ja, einmal nochmal nachschauen, ob der Reis gar ist. Ja, sieht doch ganz gut aus. Ja, und schon ist unser Reistopf fertig. Ja. Hier kann man nochmal abschmecken, ob man irgendwie noch nachsalzen muss. Ja, ansonsten ist das Gericht fertig. Ja, super einfach zuzubereiten und schmeckt super lecker. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich auf ein Like und ein Abo freuen. Falls, wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.